Nee, da hinten ist sie. So, da kommt der Müller wieder. Julia ist irgendwo. Da hinten macht sie gerade sauber. Wenn der Müller rausgeht, schauen wir mal in der schweren Truhe nach. Okay. Wir können bestimmt was trinken. Obwohl, da bin ich schlechter, glaube ich, im Taschendiebstahl. Ah. Das läuft nicht, wenn es jetzt herkommt. Ich schau mal, was unsere Freunde so mit sich tragen. Julia, geh mal weg. Gut. So, das ist genügend Zeit. Schlüssel, den nehme ich mit. Schlüssel nehme ich mit. Noch ein Schlüssel? Noch ein Schlüssel? Was hat denn der so viele Schlüssel? Geld. Danke, Kumpel. Ich zahle später wieder. Ganz sicher. So, Fritz, schauen wir mal. Und er ist schon etwas schwieriger. Ach du meine Güte. Schlüssel. Dietrich. Warum hatten die einen Dietrich? Noch ein Dietrich. Noch ein Dietrich. Der hat ja nur Dietriche. Aha. Gut, ich spare jetzt einmal. Und dann schauen wir nochmal in seinen Taschen nach. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Julia. Ich wusste es. Wo ist der? Schmuddeliger Schal. Ursprünglich war das ein hübscher Schal, den Thomas von der Ledetschkoa Mühle bei sich trug. Offenbar für eine geraume Zeit. Ein Jahr ungefähr. Julia. Möge Gott dich segnen. Kann ich behilflich sein? Kannst du diesen Schal identifizieren? Bestimmt würde es dich interessieren, was Thomas zu verbergen hat, oder? Auf jeden Fall. Und besonders, wie du davon erfahren hast. Ich sah, wie etwas aus seinem Beutel fiel. Zeig mal her. Ist das der Schal deines Bruders? Allerdings. Woher hast du ihn? Wie gesagt, Thomas hatte ihn. Ach ja? Und was hatte er dazu zu sagen? Nichts. Ich bin gleich zu dir gegangen. Ich werde mir wohl überlegen müssen, was ich deswegen unternehme. Danke, dass du ihn mir gebracht hast. Und, ach, vergiss es. Was ist denn? Ich dachte nur, du könntest ihm sagen, dass ich den Schal habe. Aber ich glaube, ich regle das anders. Wie du willst. Ich gehe dann mal. Möge Gott über dich wachen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Gute Arbeit, Köter. Da rennt er jetzt. Warte, warte, Thomas. Bleib hier. Thomas, Thomas. Komm schon, Junge. Was ist denn los? Leg dich nicht mit mir an. Zisch ab. Thomas. Was hast du hier verloren, du Wicht? Hau ab. Wir reden nochmal mit Julia. Ja. Möge Gott über dich wachen. Okay, dann reden wir mit Dingens. Matthäus. Herrje, was hast du getrieben? Etwas sehr Wichtiges. Er wird euch nicht mehr belästigen. Der Kerl wird euch nicht mehr belästigen. Im Ernst? Wie hast du das gemacht? Ich fand seine Schwachstelle und trat ordentlich drauf. Ich wüsste zu gern, was du über ihn rausgekriegt hast. Das spielt keine Rolle.
Er hat seine Sachen gepackt und ist verschwunden. Himmel, dann muss es was Schlimmes gewesen sein. Ist er wirklich fort? Ja. Ihr seid jetzt unter euch, also benehmt euch. Du kennst uns doch. Hab Dank, Heinrich. Wir stehen mal wieder in deiner Schuld. Hier, ist nicht viel, aber mehr haben wir nicht. Alles Gute. Ja, natürlich habt ihr nicht mehr. Ich hab den Rest genommen. Herr Müller, kriege ich auch eine Belohnung von dir? Er redet nicht mit uns. Hey! Okay, er hat keine Lust, mit uns zu reden. Dann rede ich nochmal mit Fritz. Ich glaube, Fritz schläft noch. Fritz? Warum weckst du mich? Hau ab. Nein, etwas Großartiges ist passiert, Fritz. Fritz! Fritz, warte mal. Fritz? Der noch schnarcht. So, hey, jetzt. Was ist denn mit dir passiert? Ich habe ein bisschen rumgewühlt und du hast nichts zu sagen. Okay. Matthias? Herrje, was hast du getrieben? Okay, Mach's gut. Kumpels, ich geh dann mal. Ey, wir haben es geschafft. Was erwarte ich noch? Die machen jetzt die Mühle fertig und bauen dann mir ein Haus. Irgendwann mal. Auf der Fährte. Spüre Stinke auf. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Wir gehen jetzt zu Wojciech. Da müssten wir eigentlich nur hier über die Brücke. Wie gehen wir das nochmal? X. Nee. Tabs durchschalten. Okay, ich kann ja wahrscheinlich nur auf der Normalkarte. Egal, wir müssen über den Fluss und dann einfach nur den Weg folgen bis zur Mühle. Das kriege ich hin. Danke, Pebbles. Auf geht's. Wo ist denn der Fluss? Ist das der Fluss? Nee, ist der falsche Fluss hinter uns. Ich glaube, das ist ein Bums. Auf, bis bald. Ich komme mal wieder. So, da ist er doch und Sprung. Gut gemacht, Pebbles. Jetzt nur noch den Weg hier folgen. Bildstock. Tschüss, Bildstock. Okay, da ist irgendwie Gestein runtergebrochen. Hier gefährlich. Hier ist ein Übergang, muss ich mir mal merken. Interessanter Ort. Okay, hier ein Übergang bei dem Haus. Falls ich irgendwie mal eine falsche Abbiegung nehme, ist das denn interessant. Ich sitze da so. Werte Magd, werte Maid, Dame, werte... Hi. Ma'am, brauchen Sie Hilfe? Allmächtiger, deine Kleider. Wurdest du ausgeraubt? Gottverdammte Banditen. Oh. Auf den Diss war ich jetzt nicht gefasst. Ja. Geh einfach weiter. Das vergessen wir. Das wäre ein Pferd. Ja. So, Wojciech ist ganz schön weit weg. Wow, 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 wow. Sind wir schon da? Sieht gut aus. So, Wojciech, ich hab was Tolles für dich. Wojciech? Digga, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Manchmal ja. Tatsächlich. Ich habe getan, worum du mich gebeten hast. Die Sache ist erledigt. Gut gemacht. Kannst kaum erwarten, davon zu hören. Hoffentlich prügelt Hauptmann Robert den Kommandanten Windel weich.
Hast du noch eine Aufgabe für mich? Hast du noch eine Aufgabe für mich? Oh ja, du kommst gerade recht. Ich könnte ein Pferd gebrauchen. Und da ich es für mich selbst will, muss es ein kräftiger Hengst aus den Ställen von Merhoyet sein. Das wird kein Zuckerschlecken. Ich weiß. Darum zahle ich auch gut. Ich besorge dir dein Pferd. Ich besorge dir dein Pferd. Aber wehe, es lohnt sich nicht für mich. Keine Bange. Aber komm ja nicht mit einem klapprigen Gaul an. Auf bald. Ich hätte auch ein bisschen, glaube ich, Zeug zu verkaufen. Wir sollten aber erstmal das Zeug rausnehmen. Gefährte, wir haben doch sehr viel Zeug. Boah, okay, schauen wir mal. Wir haben Rüstung. Sehe ich nicht mit Eisenhut besser aus? Ich möchte halt mein Gesicht wiedersehen. Was ist denn der Nachteil davon? 23. Aber ich möchte mein Gesicht sehen. Ich nehme erstmal den Eisenhut. Oder wir finden irgendwann mal einen anderen Hut. Wir nehmen erstmal die Rüstungen hier raus. Goldene Sporen. Tausende. Boah, ich bin so reich. Junge, 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 Junge. Okay. Müller? Ich möchte Sachen verkaufen. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha, mal sehen, was wir da machen können. Gott sei mit dir. Wer braucht Schlüssel? Habe ich das Buch nicht schon? Egal, wir nehmen dein Vermögen, der ist ja arm. Ganz ehrlich, der kann sich das ja gar nicht leisten. Das bürgerliche Kleid nicht, das möchte ich noch verschenken. Ja, wir haben die Beckenhaube, die können wir weghauen. Das. Und das. Nee, dann ist es schon pleite. Dann machen wir nur die Hundskugel und wir nehmen die Brigantini wieder mit. Ich meine, das geht. Okay, dann die Hundskugel weg. Dann machen wir das so. Und dann noch ein bisschen feilschen. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. Ich hätte gerne all dein Geld. Endlich eine vernünftige Summe. Ja, na klar. So, ich bin wieder weg. Dorfbewohner, Dorfbewohnerin. Ja. So, dann auf nach Ratai. Wir sind schon da hinten. Da können wir doch das restliche Zeug verkaufen und uns dann für das Turnier bereit machen. Das geht ganz schnell. Oh, wow, wow, wow. Okay, wisst ihr was? Ihr habt da gar keine Chance. Ihr seid zwei Bauern. Ja. Ganz falsch. Anfängerfehler. Wisst ihr was? Na, also, versuch's doch nochmal. Falsch. Meine Güte, komm schon. Komm schon, versuch's. Einschlag. Falsch. Versuch's nochmal. Komm schon, die Chance gebe ich dir. Ach. Keine Gegner für mich. Holzfäller-Axt. Ah, was ist denn mit dir? Hättest nicht damit gedacht, nicht wahr? Weißt du was? Gut gemacht, Goethe. So, was habt ihr denn bei euch? Groschen, die nehme ich gerne. Langstreckenpfeile. Ringelblumenaufguss, Spitzpfeil. Ganz, ganz gut. Der Rest ist ja nichts wert. Was haben wir hier? Groschen. Zierkelch trägt er mit sich. Verbände nehme ich besser auch mit. Und das Trinkwasser, ganz ehrlich. So, er kommt mal mit. So.
Ihr dürft jetzt mal auf eine Reise gehen. Kann ich echt so weit? Ich kann nicht weiter. Die Strömung könnte mich in den Tod reißen. Ist schon in Ordnung. So, nehme ich noch schnell den anderen. So, mitkommen. So, das musste sein. Ich hätte zwar besser zielen können, aber egal. Das musste sein. Das war für die... Dafür, dass sie mir den Weg versperrt haben. Und ich glaube, ich bin hungrig derzeit. Ja, Sattheit. Und dann esse ich mal das Brot. Die gekochte Forelle dazu. Und eine Brezel wäre auch nicht schlecht. Ein bisschen Käse. Und das geht. Ich bin, glaube ich, vergiftet, weil das Brot alt war. Ja. Warte, da gab es da nicht einen anderen Weg in Ratai rein? Einen Schleichweg? Ja. Den haben wir doch mal gefunden. Irgendwo mal hier eine Tür. Was sind diese Ausbuchtungen dort? Ah, da ist sie ja. Sehr gut. Rein mit uns. So, aufschließen. Wir haben den Schlüssel bekommen. Hallöchen. Mach wieder zu. Sorry. So, dann vorbereiten wir uns mal auf das Turnier. Das wird nicht einfach. Aber ich habe schon eine Idee. Und ich brauche wieder meinen Zettel. So, tschüss Flasche. Die kann erstmal darüber. So, hier habe ich meinen Zettel mit den ganzen Kombinationen, die ich ja schon gelernt habe. Aber gehen wir erstmal zur Rüstung Schmied, der sehr Geld da, und vielleicht finden wir einen neuen Helm. Der ohne Sünde lebt, aber die heilige Schrift ist eindeutig. Die Frevler sollen bestraft werden und nicht in den Himmel auffahren. Denn es steht geschrieben, dass ein wohlhabender Mensch schwerer in das Himmelsreich gelangt, als ein Kamel durch ein Nadelöhr. Und es sind jene mit ihren güldenen Ringen und edlen Gewändern, die diese Worte beherzigen sollten. Das Reich Gottes ist zum Greifen nah. Doch nur jenen, die Jesus im Herzen tragen, ist Einlass gewiss. Herr Prediger? Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Ja, aber was predigst du da, Pater? Was predigst du da, Pater? Die Wahrheit, mein Sohn. Möchtest du zuhören? Gerne. Ich hab keine Lust auf die Wahrheit. Noch ein Wort, Ketzer, und ich rufe die Wachen. Die Kirche sorgt für unser Seelenheil, oder? Ja, bestimmt. Wieso sprichst du so über die Kirche? Sie soll uns doch erlösen, oder nicht? Sie strebt nur nach ihrer eigenen Erlösung. Nach Silber, prunkvollen Kathedralen, Kleidern und Juwelen. Und wo war der Papst? Nein, die Päpste. Wo waren sie, als Scarlett dem Erdboden gleichgemacht wurde? Sie sahen tatenlos zu. Ja, sieht so aus. Wie kann es sein, dass die Kirche... Dass die Kirche solch schreckliche Sünden gestattet? Die Kirche, mein Sohn, besteht aus Menschen. Und der Mensch ist nun mal schwach. Gib Menschen Macht und sie behandeln ihre Brüder wie räudige Hunde. Wie die Kumanen mit uns umgehen. Wie Kain es mit Abel tat.
Er hat absolut recht. Wo war der Papst? Der hat uns nicht verteidigt. Und der Priester war auch nicht da. Der ist sogar weggerannt. Er könnte recht haben. Deine Worte ergeben Sinn, Pater. Aber fürchtest du nicht, dass du der Ketzerei bezichtigt wirst? Welch Schicksal mich auch erwartet. Ich begegne ihm mit der Wahrheit auf den Lippen und der Liebe Jesu im Herzen. Alles Gute. Gehilfe, was denkst du dazu? Ehrenwerte Grüße. Wie kann ich dienen? Endlich mal jemand, der höflich ist. Alles Gute. Wir verkaufen erstmal unser Zeug. Und Knoblauch der böse Geister vertreibt. Das ist doch mal was. Endlich mal Knoblauch der böse Geister vertreibt. Nicht wie dieser normale Knoblauch. Rüstmeister, hallöchen. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. In der Tat, gib mir ein Sonderangebot. Lass uns handeln, ich habe sehr viel Zeug. Nicht das Kleid, aber den gesamten anderen Quatsch hier, der kann mal weg. Oh, er hat nicht genug Geld. Aber vielleicht hat er erst einen guten, vielleicht ein paar Bücher. Schwere Beckenhaube, wie sehe ich denn damit aus? Ich hätte gern, dass mein Gesicht wieder da ist. Lockenförmiger Eisenhut. 15. Ich glaube, den nehme ich. Ich glaube, den nehme ich. Mailändische Brigantine. Ich bin schon glücklich mit meiner glänzenden Rüstung. Die ist toll. Wir könnten aber einen besseren Schild vertragen, oder? Was ist denn unser Schild? Oh, ich kann. Wir schauen dann gleich. Kann uns, du erhältst das Vermögen des Händlers, müssen wir weniger verkaufen. Warenkorb. Das hier zum Beispiel, das brauchst du nicht. 2,8, dann handeln wir wieder. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Alles, was du hast. Ja, das sollte passen. So, dann setz mal den neuen Helm auf. Wo bist du, Helm? Da. Können wir den alten auch verkaufen? Sehr gut. Reparier mal mein Zeug. Mach's gut. Vorzugsweise nur das, was ich trage. Das da, das Erbstück, das und mein Bogen auch. Kannst du meinen Bogen reparieren? Ja, stimmt. Du zahlst 2,1000. Boah, ist das teuer. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Wir schieben hier Geld hin und her. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. So, Mein Schild, wie gut ist denn der? Wir rüsten den mal aus. Rüstung, sieht aber wieder nett aus. Also, mein Schild, der ist Stärke 4, Verteidigung 133. 133. Gott sei mit dir. Ein Zierschild, 115. 150? 150. Ich könnte Speerruhe nehmen. Ist halt besser. Rüsten wir uns einfach mal besser aus. Warum denn nicht? So, das ist die Brigantine, geht weg. Das können wir wieder ein bisschen Geld hier reinspülen. Silberne Sporen. Ja, das geht. Wir müssen noch was rausnehmen. Irgendwas mit 100. Die meisten der Plattenbeindinge. Weg damit. Und falschen. Besprechen wir den Preis. Nun. In Ordnung. So, dankeschön. Na, klasse. Also, vielleicht finden wir auch eine bessere Waffe für uns. Werter Herr Schmied. Hi. Gott schütze dich. Natürlich. Und auch mich. Lass uns handeln. Ich möchte mal. Er hat auch ein bisschen Geld. Wie gut ist denn unsere Waffe? Schwert des Herodes. Ein Langschwert leider. Wir brauchen ein Kurzschwert, das ganz gut ist. Schnitter. Kurzschwert. 46 Schlag.
46, 64. Okay. 46, 64. Der ist viel besser. Seelenschnitzer. Boah. Altes Schwert. Seelenschnitzer klingt schon krass. Langschwert. Schwert des Herodes. Zermaneiner Streitkolben. Stichel, Spalter, rettender Engel. Streitkolben des Hauptmanns. Kriegshammer. Ganz ehrlich, ich würde... Weil das war der Schnitter, nicht wahr? Ich würde ein besseres Schwert kaufen, das wäre der Schnitter. Ich würde aber auch einen Hammer mitnehmen, Streitkolben. Streitkolben des Vogtes? Nee. Der hat halt Wucht. Nehmen wir den Streitkolben des Vogts. Und die kaufen wir auch noch. So, und dafür verkaufen wir mal unseren alten Schild. Lass uns über den Preis sprechen. Mein Familienerbstück behalte ich. Ist nicht mein Familienerbstück, aber es ist irgendein Erbstück. Einverstanden? Darauf würde ich fast... Endlich eine vernünftige... So. Kannst du mir noch irgendwas reparieren? Meine Waffe... Obwohl, die wurde eigentlich repariert. Meißner... Nee, eigentlich nicht. So, dann hätten wir jetzt einmal... Das würde ich wegpacken. Das kommt erstmal aufs Pferd. Wenn wir runtergehen, tun wir das rein. Das würde ich nehmen, das würde ich nehmen. Das kommt aufs Pferd. Gefährte, du hast bestimmt noch Zeug auf dir drauf. Genau, er hat zwei solche, die können wir verkaufen. Eine Zimmermannsaxt, ganz ehrlich, die kann auch weg. So, dann haben wir hier noch Löwenzahn, Salz, Silberkelche, die brauchen wir nicht. Das können wir erstmal verkaufen. So, auf geht's zum... Fürs Haus, den Garten und das Feld. Messer, Äxte, Rechen, Hacken, die besten Waren. Ja, aber ich muss mal wieder mein Soundsynchron machen. Standard, 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 Ausgabe, blub. Ja, gut. Agnes, wie geht's dir hier? Der Herr sei gepriesen. Wie kann ich helfen? Wie läuft's beim Händler? Und? Wie gefällt es dir bei Hagen? Es geht. Hagen ist anständig und gottesfürchtig, wenn er bloß nicht dauernd ans Geld scheffeln denken würde. Aber diesen Mammon treibe ich ihm noch aus, so wahr die heilige Agnes mir helfe. Lebe wohl. Okay. Viel Spaß. Herr Hagen. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Ich weiß. Und? Bist du mit deiner Köchin zufrieden, Meister Hagen? Zufrieden? Es ist der reinste Albtraum. Was ist denn los? Ich habe sie nach bestem Wissen und Gewissen ausgewählt. Kochen kann sie ja. Ihr Essen ist vorzüglich. Aber ihre Geschichten... Geschichten? Predigten trifft es eher. Über die Versuchung des Mammons... wie Jesus die Händler aus dem Tempel verbannte und dergleichen. Und Pater Franziskus hier, Pater Franziskus da. Zweifellos war dieser Mann ein Heiliger mit endloser Geduld. Aber sie kann kochen und das ist die Hauptsache, oder? Ja, die Forellen schmort sie in Wein und Gewürzen. Zugegeben, sie sind eines Königs würdig. Und sie erledigt auch den Haushalt. Hoffentlich verliert sie mit der Zeit das Interesse an ihren Predigten. Ich glaube nicht. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Aber was ist mit meiner Belohnung? Also, scheint es doch ganz gut zu klappen, oder nicht? Naja, du hast mir zwar eine Köchin geschickt, aber... Und das wolltest du. Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Glaubst du, du hättest eine verdient? Ja, selbstverständlich, vielleicht. Naja, eigentlich ging es mir nicht ums Geld. Hallo? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Na gut. Hier, bitte sehr. Möge Gott über dich wachen. Herrin Stefanie von Thalenberg schickt mich um. Und was will sie? Feine Stoffe aus Venedig, exquisite Gewürze aus Arabien oder deutsche Juwelen?
Wein. Guten Wein. Ah. Ah. Obwohl auch Bier ginge? Nein. Als Geschenk für die Hochzeit einer Edelfrau? Wohl kaum. Dann haben wir ein Problem. Ich habe das letzte Fässchen Wein als Hauptpreis für den morgigen Bogenschießwettbewerb weggegeben. Mist. Morgen ist auch das Turnier. Ist schlechter. Kann ich bei dem Wettbewerb mitmachen? Kann ich diesen Wein nicht irgendwo sonst auftreiben? Kann ich diesen Wein denn nirgendwo sonst auftreiben? Leider nicht. Ich habe das alleinige Recht, diesen besonderen Tropfen zu verkaufen. Niemand sonst in der Region hat ihn vorrätig. Kann ich am Bogenschießen teilnehmen? Natürlich. Geh zum Schießplatz. Oberhalb von Ratai. Ich bin sehr schlecht beim Bogenschießen. Und wenn ich den Wettbewerb verliere? Dann wirst du den Gewinner überzeugen müssen, sich von seinem Preis zu trennen. Ich schätze, ich werde mir etwas überlegen müssen. Tut mir leid, dass ich nicht mehr für dich tun kann. Bestimmt nicht. Ganz ehrlich, Konrad kommt auf meine Racheliste. 5 Groschen. Gott über dich wachen. Wisst ihr was, gib mir noch dein Geld. Ich werde dir alles nehmen. Möge Gott über dich wachen. So, schauen wir mal, was können wir alles verkaufen? Den Zierkelch, diesen Schrott, den brauchen wir nicht. Löwenzahn, das können wir weghauen. Nahrung. Questgegenstände, Rüstung, bürgerliches Kleid möchte ich gerne verschenken. Sogar die Plattenrüstung können wir hier verkaufen, nett. Zweiter Eisenhut, der ist aber gestohlen, nicht wahr? Ich weiß zwar nicht wo, aber er ist gestohlen. Verziertes Surko, bürgerliches Kleid, ich behalte die beiden. Wir können 2 Dolche verkaufen, beziehungsweise einen kaputten Dolch. Die Zimmermannsaxt kann weg. Hast du noch irgendwas Besonderes? Ratterschnaps hatte, aber den kann ich selber herstellen. Gegenmittel. Ganz ehrlich, ich nehme ein Gegenmittel. Die Speisen des Herkules Teil 2. Ich weiß nicht, ob ich das Buch habe. Ich glaube nicht. Dann hätte ich das ja damals gekauft. Ich kaufe es aber nochmal. Engelblumenaufguss hätte ich gerne. 5 Stück. So. Lässt sich was am Preis machen? Ist gut. Sind wir uns einig? Nicht schlecht. Senke deine An... Er ist natürlich so geizig, so ein Geizerhals. Endlich eine vernünftige... Ich komme wieder. Und ich hoffe, dann bist du netter. Bürger? So. Speisen des Herkules, Teil 2, wie schön. Lesebuch. Haben wir das schon fertig? Nee. Speisen des Herkules haben wir auch nicht fertig. Wer braucht Schlüssel? Gute Bücher, die behalte ich bei mir. Wir machen erstmal was anderes. Morgen ist ja das... Eigentlich sind 2 Turniere. Ich bräuchte 2 Tränke. Schützentrunk haben wir, das reicht mir. Brauchen wir noch einen Trank? Oder vielleicht habe ich den schon. Wermutgeist. Ein bitterer Kräuterschnaps, der deine Venen mit Stärke erfüllt, aber zu merkwürdigen Visionen führt. Deine Stärke mit deiner Fähigkeit Kampf sind für 10 Minuten um 5 Punkte erhöht. Lazarus-Elixier. Deine Menschen lieben Lazarus. Regeneriert binnen 5 Minuten 100 Lebenspunkte. Heilung? Oder mehr Stärke? Zornestrunk. Erhöht deine Stärke und führt zu einem Zustand blutrünstiger Raserei herbei, wodurch der versuchte Schaden im Nahkampf 2 Minuten lang deutlich höher ausfällt. Ist leider zu kurz. Erlittener Schaden 50% niedriger. Ich würde den Wermutgeist dann morgen beim Turnier nehmen. Apotheker? Hi. Gott sei mit dir. Ich weiß. Oder so soll er. Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Willst du nicht zuerst die Grund... Verdammt. Ich denke darüber nach. Aber vielleicht hat er ja was. Traum des Alchemisten. Können wir mal mitnehmen. Rezept. Wir können eigentlich Rezepte mal kaufen.
Was haben wir denn für gute Sachen? Dank des Nachtfalken. Wenn du dich wie ein nachtaktives Tier in der Dunkelheit bewegen möchtest, so mögest du am Abend diesen Trank zu dir nehmen und erleben, wie die Nacht klarer wird und mehr der Dämmerung gleicht. Doch hüte dich vor dem Licht, denn deine Augen werden sich an die Dunkelheit gewöhnt haben und von Licht geblendet werden. Nehmen wir mit. Schützentrunk hätte ich auch gerne. Was war denn der Schützentrunk? Führe dir eine ruhige Hand und einen geschärften Blick, einen Schützentrunk, zu Gemüte. Danach ist es fast, als würden deine Pfeile von selbst ihr Ziel finden. Sehr gut. Ringeblumenaufguss hätte ich auch gerne. Wer verwundet und übel zugerichtet wurde, der möge diesen Trank zu sich nehmen. Erhalt Verletzungen und verleiht dem Körper Kraft, die er zur Erholung benötigt. Sollte dies nicht genügen, dann möge ein Heiler zu Rate gezogen werden. Dieser Trank hilft auch gegen Kater, nicht zum Verzehr geeignet. Lazarus Elixier, ein Trank, der kaum Wünsche offen lässt, denn er würde sogar die Toten aus ihren Gräbern holen. Er gibt Verwundeten eine neue Kraft, selbst wenn der Tod schon an ihre Tür klopft. Heilt Verletzungen und hilft sogar bei Knochenbrüchen. Aber vergiss nicht, dieser Trank alleine wirkt keine Wunde, also such dir noch einen Heiler auf. Oh. Der Trank bewirkt alles, aber doch nicht. Hahnenschreitrank. Wer die Augen nicht mehr offen halten kann, obwohl ihm an diesen Tagen noch so einiges bevorsteht, möge von diesem Trank kosten und der Neukraft schöpfen. Nehmen wir auch mit. Gegenmittel. Halt dich von Vergiftungen. Ja, warum nicht? Aqua Vitalis. Tank der Lethe. Wir nehmen erstmal die. Wir schauen mal, wir kaufen. Du zahlst 3,1000. Elixier des Aesop. Ein Rezept aus dem geheimen Wissensschatz der Araber, das ihnen den Umgang mit Tieren erleichtert. Dem Wohlgeruch der Substanz hat auf Pferde und allen anderen Tieren eine beruhigende Wirkung und führt sogar dazu, dass Hunde nicht bellen. Bockbluttrank. Wenn Kurzatmigkeit plagt oder eine schwere Rüstung belastet, möge dies trinken und er werde weniger erschöpft sein. Bivouis Zornestrunk. Dieser Trank versetzt seinen Anwender in Blutrausch und erhöht deine Stärke und Effektivität im Kampf. Sei jedoch auf der Hut. Ein Wahnsinniger kann im Kampfgetünnel schnell zu Schaden kommen. Aqua Vitalis. Wer sich entmutigt und schwach fühlt, der sollte dies zur Stärkung des ganzen Körpers trinken, wenn ein anregendes Kraut. Denn ein anregenderes Kraut gibt es nicht. Okay, falschen. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir's. 5 Münzen. Weil du es bist. Das ist zu wenig. Ist das denn besser? Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Junge, ist das teuer. Wo kann ich hier Tränke brauen? Da hinten? Nee. Oben? Ladenwache, ich gehe mal nach oben. Ich sehe gut aus. Schöne Fenster. Du bist ja im privaten Bereich. Okay, dann wohl nicht oben. Okay, ich gehe mal besser hier wieder raus. Ei. Ich möchte hier kurz weg. Schwinde, verdammt! Eieieiei.